Hi, mein Name ist Julian, unterwegs für euch mal wieder im Namen der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg für mehr Gerechtigkeit und mehr... Nein, das war was anderes, das sind die Superhelden. Ich bin für euch wieder mal unterwegs heute im Namen der Elektromobilität. Ich freue mich sehr auf einen ganz, ganz spannenden und kompetenten Gesprächspartner. Es geht um die Berliner Ladeinfrastruktur, da gibt es eine Menge zu besprechen. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht und was für spannende Sachen dabei rauskommen, bleibt einfach dran. Bis gleich. Nach dem Intro geht's los. Okay, ich bin angekommen, Kölnischer Park. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesprochen. Ich treffe mich heute mit Ulf Schulte. Schön, dass es geklappt hat, Herr Schulte. Gerne. Sie sind so Head of Allego. Ich hatte es angekündigt. Ich habe jetzt inzwischen schon gefragt, Head of Deutschland, Österreich, Schweiz. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, Ulf Schulte, ich verantworte das Geschäft für Allego in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich auch das Berliner Projekt. Bin seit 10 Jahren jetzt mit dem Thema Elektromobilität unterwegs. Erste Infrastruktur aufgebaut, damals für Vattenfall in Hamburg, dann in Berlin. Und bin dann eigentlich, als die große Ausschreibung von Allego gewonnen wurde, zu Allego gewechselt. Und habe da im Grunde genommen das Geschäft in den letzten, ja, ich sag mal, 4,5 Jahre sind es jetzt auch schon wieder vorangetrieben. Mhm. Können Sie das Berliner Modell noch mal in ganz kurzen Worten erklären? Ja, das Berliner Modell stammt im Grunde genommen aus der Ausschreibung, die der Senat damals 2015 vergeben hat. Da ging es im Grunde genommen aus der Nutzersicht, eine Infrastruktur zu schaffen, die alle gleichartig nutzen können. Das heißt, gleiche technische Standards wie Display, wie RFID-Reader, aber auch insbesondere, dass im Grunde genommen die MSPs, die dann angeschlossen sind, alle ihren Kunden die gleichen Preise oder die gleichen Zugangsentgelte an den Ladesäulen bekommen. MSP, nur noch mal kurz als Erklärung, Mobility Service Provider, einfach gesagt eigentlich die, die die Rechnung schicken. Die Ladekarten, die Apps ausgeben, genau. Die Rechnung an den Endkunden. Genau, geben. Zum Beispiel sowas hier, ne? Oder eben per App. Okay, und da stehen wir auch schon an einem so einem guten Stück. Das ist also sozusagen in unserem Jargon die grauen Kästen in Berlin. Leider sehr unauffällig. Können Sie ganz kurz erklären, wie so die typische Berliner Ladestation aufgebaut ist? Gerne. Also ja, Mausgrau, das war auch, sag ich mal, eine Vorgabe der Senatsverwaltung, im Grunde genommen auch aus denkmalschutztechnischen Gründen. Wir stehen ja hier auch vor dem denkmalgeschützten Haus, sind wir auch nicht so ganz glücklich mit. Wir haben aber jetzt hier ganz dick Ladestation draufgeschrieben, weil die Kisten manchmal eben auch mit Parkscheinautomaten verwechselt wurden. Ja, eigentlich ganz einfach. Im Grunde genommen haben wir natürlich zweimal die Steckdosen, die verfahrbar sind. Mit einem Display angemeldet wird sich hier über den RFID-Reader oder auch jetzt per App an der Ladestation. Sie authentifizieren sich mit einer Ladekarte von Plug Surfing, New Motion, Maingau Energie. Wir haben jetzt inzwischen auch über eClearingNet die MSPs anbinden können. Also auch da öffnet sich das Berliner Modell. Ja, und im Grunde genommen wird die Ladesteckdose freigegeben und dann kann es losgehen. Zweimal 11 kW sind hier im Grunde genommen, liegen hier an, auch das Vorgabe des Landes. Darf ich mal fragen, ich habe mal vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren mal gehört, die sind eigentlich zweimal 22 kW, aber die sind gedrosselt. Also dass eigentlich die Ladestation mit 43 kW angeschlossen ist. Der Netzanschluss, das Geheimnis mal lüften? Der Netzanschluss würde 2x22 kW hergeben, genau, aber Vorgabe des Landes war aber eben 2x11 kW. Wäre also theoretisch eine Möglichkeit, die Stationen umzuändern auf 2x22 kW? Man könnte die umrüsten im Grunde genommen auf 2x22 kW. Achso, es wäre eine Hardware-Umrüstung. Ja, auch das. Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage, ich habe heute früh gelesen, jetzt mal die Frage an den Profi sozusagen, an welcher Stelle steht Berlin in Bezug auf die Anzahl der Ladestationen in Deutschland so im Vergleich zu München, Hamburg, anderen Großstädten? Haben Sie die Zahl im Kopf, an welchem Rankingplatz wir stehen? Ja, der BDW hat das ja gerade rausgegeben. Ich glaube, da sind wir jetzt an Stelle 2. Also Hamburg, freut mich natürlich auch, hat die meisten Ladestationen. Die haben ja auch mit ihrem Masterplan Elektromobilität mit Stromnetz Hamburg viel Infrastruktur aufgebaut, auch DC-Lader. Wir sind jetzt in Berlin, glaube ich, an Stelle 2. 3. Es ist 2 oder 3, genau. Sehr dicht auf. Also 5 oder 10 Ladepunkte sind da der Abstand zum nächsten. München kommt dann, glaube ich, ne? Und dann geht es schon runter, sage ich mal, in die 250 Ladepunkte für Stuttgart und genau, das ist ein großer Bruch. Jetzt kommt häufig die Kritik, ja, die Ladestationen stehen überwiegend im innerstädtischen Bereich. In den Außenbezirken ist es sehr dünn, insbesondere was das Thema Schnelllader angeht.
Vielleicht mal diese beiden Fragen, wie sieht's aus mit den Außenbezirken und was ist das Thema, wie sieht's aus mit Schnellladestationen? Also wir haben ja im Grunde genommen in der ersten Phase dieses Standortkonzept umgesetzt, was die Senatsverwaltung auch vorgegeben hatte. Und da gab es schon, muss man sagen, eine Konzentration auch innerhalb des S-Bahn-Rings. Dann gab es ja auch noch den bedarfsorientierten Ansatz. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger, die ein Elektrofahrzeug fahren, konnten sich ihre Ladesäule vor die Tür oder an die Arbeit wünschen. Da haben wir inzwischen so 80 Stück umgesetzt, die dann auch häufig in den Außenbezirken sind. Was das Thema Schnellladen angeht, haben wir inzwischen 18 Schnelllader aufgebaut. Und da müssen wir natürlich auch immer gucken, was die Attraktivität, sag ich mal, der Standorte angeht. Und die sind natürlich, wenn man sich den Umsatz anguckt, natürlich für uns eher in den innerstädtischen Lagen. Es ist auch immer ein Thema, wie wirtschaftlich muss es eben auch sein, damit sich der Betrieb rechnet. Mhm. Weil wir bekommen zwar, sage ich mal, ein Betreiberentgelt von der Stadt, aber wir müssen auch über die Ladesessions unser Geld zurückverdienen. Ein Bekannter von uns aus der Interessengemeinschaft hat im Januar diesen Jahres seinen Antrag abgegeben, eingereicht bei Allego, beziehungsweise bei BIMobil eingereicht für so eine Laternenladestation in Zehlendorf draußen. Wir haben jetzt Anfang September. Warum dauert es so lange? Können Sie dazu was sagen? Ja, natürlich. Also das ist unser täglich Brot im Grunde genommen, diesen ganzen Antragsprozess voranzubringen. Und es dauert leider sehr lange. Und im Grunde genommen sind da viele Parteien, die da mitspielen. Beim Laternenlader kommt sogar noch eine Partei dazu. Also im Grunde genommen geht der Antrag erstmal an uns. Wir prüfen, im Grunde genommen ist der Antragsteller nach den Kriterien auch, kann der das beantragen. Dann geht das hier an das Ladeinfrastrukturbüro, die dann nochmal den Standort prüfen. Dann geht das Ganze zur Vorprüfung an den Bezirk, damit im Grunde genommen Steglitz-Zehlendorf. Die sagen dann okay, dann kommt das Ganze wieder an uns zurück. Dann wird im Grunde genommen der Standort wirklich aufgenommen. Da gibt es dann einen Lageplan, einen Verkehrszeichenplan, der dann wieder an den Bezirk zurückgeht. Und der muss dann seine straßenverkehrsrechtliche Anordnung ausstellen und die Sondernutzungsgenehmigung. Und bei der Laterne haben wir dann noch Berlin Licht dabei, die im Grunde genommen im Vorfeld auch noch eingebunden werden und dann sagen müssen, an der Laterne dürft ihr das machen oder nein, ihr müsst erstmal den Mast tauschen, bevor ihr im Grunde genommen die Ladebox da installieren könnt. Das andere Thema ist auch, haben wir zwei Phasen in der Laterne oder drei, meistens sind es nur zwei, dann müssen wir auch noch einen neuen Netzanschluss machen. Und leider ist es so, dass gerade die Bearbeitungszeiten auch in den Bezirken sehr schwanken. Bei manchen läuft es gut, bei manchen dauert es lange. So einen richtigen Vorwurf kann ich den persönlich dann auch nicht machen. Das sind häufig Kapazitäten, die da fehlen, eine Arbeitsüberlastung. Also und dann kommt es zu Fällen, wo Leute wirklich ein halbes Jahr, manchmal sogar länger warten müssen, bis wirklich die Infrastruktur steht. Also das ist ein Thema. Problem ist halt, man muss ja, das wissen Sie auch, ich will es nur noch kurz beenden, auch für die, die es noch nicht so genau wissen, man muss erst das Auto nachweisen. Und dann kann man die Ladestation beantragen. Das heißt, im Grunde genommen kann man sein, dass man 9, 10, 12 Monate irgendwo laden muss, bevor man so eine Ladestation vielleicht bekommt. Ja. Als ich heute hergefahren bin, wir hatten es in anderen Videos auch schon angesprochen, bin ich unter anderem an einer BIMobil-Ladestation vorbeigekommen. Das war in Steglitz, Schlossstraße, Ecke Hindenburgdamm. Ja, kenne ich. Und da stand ein Carsharing-Fahrzeug dran. Wir wollen jetzt mal nicht sagen, welcher das ist. Und ich zeige Ihnen einfach mal, was da stand, nämlich seit 12 Stunden 43 Minuten Ladung beendet. Ich will mal so ein bisschen in diesen Themenbereich rein. Wie gehen wir mit Blockierung oder wie gehen Sie als Allego mit Blockierung von Ladestationen um? Hier haben wir ja jetzt, ihr könnt es vielleicht sehen, mal tatsächlich zwei E-Fahrzeuge, die hier laden. Aber häufig stehen halt Verbrenner da, es stehen nicht ladende Elektroautos da, nicht ladende Carsharing-Fahrzeuge, nicht mehr ladende, also alle Arten, was man sich vorstellen kann. Das ist auch sicherlich ein Riesenproblem für Sie. Absolut geschäftsschädigend aus unserer Brille natürlich. Wir können nur Geld verdienen und Infrastruktur aufbauen, wenn geladen werden kann. Und das ist natürlich für uns ein echtes Ärgernis. Das Thema Carsharing, auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt im Grunde genommen auch Druck auf die Ladeinfrastruktur bekommen. Wir sehen das auch, sag ich mal, bei den Ladesessions, das geht jetzt ordentlich nach oben. Aber das Thema ist natürlich dann da auch, dass im Grunde genommen, wenn die Autos voll sind, sie nicht weggefahren werden. Dürfen Sie als Betreiber, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt,
Studenten engagieren, die von Ladestation zu Ladestation radeln oder mit dem Roller fahren, wie auch immer, und dann gucken und eventuell, dass sie dann als Betreiber über die Betreiberstörung versuchen, bei der Polizei selber Anzeige zu erstatten oder die Ordnungsämter zu rufen, dass die Fahrzeuge da wegkommen? Also wir selber können nicht abschleppen, das ist öffentlicher das ist klar, Raum. Ja, das ist klar. Was wir natürlich machen können, ist die Ordnungsämter anzurufen, und das wird auch in den Bezirken sehr unterschiedlich gehandhabt. Teilweise sagt die Polizei auch, ist nicht das Ordnungsamt, dafür sind wir nicht zuständig, wendet euch ans Ordnungsamt. Viele Ordnungsämter sagen, wir haben gar nicht die Kapazitäten, um uns um das Thema zu kümmern. Für uns ist das wirklich ärgerlich. Das heißt, Sie dürfen als, ich falle Ihnen jetzt mal ins Wort, ja. Sie dürfen jetzt als Betreiber, der damit wirtschaftlicher auch irgendwo mal Geld verdienen will, wir haben keine Möglichkeit, praktisch eine Anzeige zu erstatten. Gegen so eine Falschnutzung, Fehlnutzung geht gar nicht. Ja? Nein, solange das auf privaten Grund ist, ja. Ja. Weil da andere Regeln gelten, aber im öffentlichen Raum eben nicht. Okay. Wir brauchen im Grunde genommen da auch nochmal eine Kampagne, dass wir auch, sag ich mal, den Falschparkern zum Teil verstehen, die auch die Beschilderung gar nicht. Die denken, okay, bis 18 Uhr dürfen hier nur Elektroautos laden und danach darf ich da stehen. Also auch da brauchen wir nochmal eine Kampagne, die wir gerade auch vorbereiten, um das öffentlich auch nochmal klar zu machen, dass hier wirklich nur Elektroautos während des Ladevorgangs eben auch stehen dürfen. Würden Sie sich als Betreiber vielleicht noch zusätzlich wünschen, zum Beispiel markierte Stellplätze oder vielleicht irgendwie noch eine Markierung, die das irgendwie ein bisschen deutlicher macht, dass hier wirklich nur Elektrofahrzeuge während der Ladung stehen dürfen? Das ist ja schon graue Kästen, Beschilderung, es ist schon ein bisschen... Ja, ich glaube, was wir brauchen, ist eine blaue Markierung. In Hamburg hat man das ja vorgemacht. Mhm. Und das ist schon natürlich das, was dann auch Verbrenner abschreckt, weil es einfach sichtbar ist. Mhm. Auch da sind wir im Gespräch mit der Senatsverwaltung, wie sowas umzusetzen ist. Sind natürlich auch wieder zusätzliche Kosten, die dann auf uns zukommen. Wenn wir Kopfsteinpflaster haben, was wir bei vielen Stellplätzen auch haben, das funktioniert das nicht. Also man muss dann auch immer gucken, und das ist natürlich unser Thema, die wir die Infrastruktur ins Feld bringen, wie lässt sich das auch im Feld umsetzen? Aber mit Sicherheit eine Markierung wäre super. Könnten Sie auf den Ladestationen vielleicht hier noch so ein Schild machen, sowas wie Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt? Dürften Sie das auf Ihren Ladestationen anbringen? Also als Schild ist es wohl schwierig, weil das... Ja, das könnte man natürlich machen, aber wenn ein gut informierter Bürger würde sagen, naja, das steht da nur drauf, tun sie es sowieso nicht. Also willkommen in Berlin. Ja. Nochmal zu der Beschilderung. Wir blenden das auch nochmal ein, die Beschilderung. Die ist ja nun tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß oder wir wissen, dass es eine neue Geschäftsanweisung für die Polizei gibt, dass also das Blockieren einer Ladestation regelmäßig als Ordnungswidrigkeit angesehen werden muss. Aber viele Polizisten verstehen selber noch nicht genau die Beschilderung. Wäre es vielleicht noch eine zusätzliche Idee, vielleicht auf den Ladestationen das nochmal zu erklären? Ja, also wir entwickeln gerade Maßnahmen, um das nochmal zu erklären. Genau das Thema, dass die Polizei selber nicht weiß, sag ich mal, wie muss ich damit umgehen. Das ist richtig, das haben die uns auch gesagt. Wir planen auch eine Postkartenaktion nochmal, die man gegebenenfalls auch den Fahrern dann unter den Scheibenwischer klemmen kann. Also wir sind gerade dabei zu gucken, wie können wir das Thema nochmal angehen, wie können wir auch die Ordnungsämter nochmal sensibilisieren. Aber es ist einfach so, dass da auch gesagt wird, naja, Personalmangel und so weiter. Wir können da zwar mal ein Auge drauf haben, aber so richtig verfolgt wird es nicht. Aber das ist auch wieder bezirksabhängig. Ist natürlich für Sie alles irgendwie eine ganz schwierige Situation, denn Sie wollen das ja auch irgendwann mal machen, um damit Geld zu verdienen. Es ist ja nicht nur eine Spaßgeschichte, die Sie machen, sondern Sie wollen ja damit Geld zu verdienen. Ich nehme mal an, bisher verdienen Sie kein Geld damit, aber ich weiß nicht, ob Sie es sagen dürfen. Naja, unser Ziel ist es, langfristig mit Ladeinfrastruktur Geld zu verdienen. Das ist nichts, wo man in 2-3 Jahren, sage ich mal, auf den Break-Even kommt. Aber langfristig, wir sehen es in Holland, in unseren Projekten funktioniert das. Aber da müssen im Grunde genommen auch alle mitspielen, dass eben geladen werden kann. Herr Schulte, Sie haben ja vorhin so ein bisschen die Pointe genommen. Ich wollte Sie ja eigentlich mal so ein bisschen testen, ob Sie als Chef sozusagen wissen, mit welchen der Ladekarten man in Berlin an den E-Mobil-Ladestationen laden kann. Vielleicht einfach nur als Information jetzt. Also es geht jetzt nicht nur noch über, so wie es am Anfang war, New Motion, Plug Surfing, sondern inzwischen hat man also ein bisschen die Wahl. Ich zum Beispiel stehe gerade hier mit der Maingau-Karte dran. Die sollte funktionieren. Die hat auch hier wunderbar funktioniert. ENBW geht auch. Genau, die New Motion nehme ich nicht, komme ich gleich nochmal zu, warum. Ja. Vattenfall geht nicht, Ladenetz funktioniert nicht und Telekom geht auch nicht. Ist natürlich schade, dass gerade Deutsche Telekom in Berlin nicht funktioniert. Gut,
Aber da muss man natürlich auch sagen, die MSPs, auch wie Vattenfall, müssen den Zugangsvertrag mit uns unterschreiben und dann bekommen die Zugang an die Ladeinfrastruktur. Das heißt, die könnten, wenn sie wollen. Wenn sie wollen, können sie. Sie können auch inzwischen über E-Clearing kommen. Ich weiß, dass es da auch Gespräche gibt, aber es liegt nicht an uns. Okay. Und wir haben in unserem Vertrag stehen, dass wir alle MSPs Zugang verschaffen müssen, was auch richtig ist, was aus Allego-Sicht immer richtig ist, weil dann können alle laden. Klar. Aber da muss man auch als MSP sagen, ich will das und ich will das Produkt meinen Kunden anbieten. Das heißt, das ist jetzt mal eine ganz klare Ansage zum Beispiel an die Telekom zum Beispiel zu sagen, unterschreibt doch mal den Vertrag oder wendet euch mal an Allego. Es wäre natürlich klasse, wenn man mit eurer Karte hier auch laden könnte. Und jetzt ist es so, dass seit dem 15. August wird oder kann nach Kilowattstunde abgerechnet werden. Wird nur noch nach Kilowattstunde abgerechnet. Da komme ich gleich noch zu, weil das so, also zumindest für den Endnutzer so noch nicht stimmt. Richtig. Ja, für den Endnutzer. Also Sie rechnen auf jeden Fall als Betreiber, als CPO mit den MSPs auf Kilowattstundenbasis ab. Und da ist jetzt ein Preis aufgerufen worden, den Sie sozusagen erstmal weitergeben von 39 Cent pro Kilowattstunde. Und dann liegen jetzt die Mobility Service Provider noch ihre Marge sozusagen obendrauf. Und mit Plug Surfing liege ich jetzt zum Beispiel an dieser Ladesäule bei 43 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich jetzt ein bisschen rechne, dann stelle ich fest, dass ich, je nachdem, was ich für ein Fahrzeug habe, eventuell jetzt mit einem Diesel billiger unterwegs bin in Berlin. Weil ich liege dann schon so im Bereich bei 6,50 Euro bis 7,50 Euro für 100 Kilometer. Da lacht ein Dieselfahrer drüber, der sagt, ich fahre mit 5 bis 6 Euro durch die Gegend. Ich selber fahre auch noch parallel noch einen alten Hybrid. Da bin ich mit 4 bis 5 Euro unterwegs. Wie ist da so Ihre, wie kommt diese 39 Cent zustande? Und wie ist da so Ihre Argumentation, wie verkaufen Sie uns das jetzt sozusagen? Naja, zum einen muss man wirklich nochmal feststellen, wir rechnen mit den MSPs ab auf Basis von Kilowattstunden, eichrechtskonform. Das ist die Anforderung, die auch die MSPs weitergeben müssen. Also da im Grunde sind wir rechtlich zu verpflichtet. Der Vergleich mit dem Diesel, ja, der wird immer angestellt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir wissen alle, dass der Diesel nicht die Zukunft ist. Also warum vergleichen wir das dann immer mit dem Diesel? Ich rede jetzt mal nur rein wirtschaftlich betroffen. Jemand, der jetzt vor der Entscheidung steht oder auch ein Flottenbetreiber, der vor der Entscheidung steht. Wir haben auch mit WeShare gesprochen. Die haben auch gesagt, das ist für die auch jetzt ein Kostenfaktor, der jetzt auf sie zukommt, der jetzt ein bisschen ist. Also jetzt mal, das ist umwelttechnisch besser ist, elektrisch zu fahren, ist keine Frage. Aber wollen wir nur bei der Wirtschaftlichkeit bleiben, weil das ist nun leider doch das, was viele am meisten irgendwie umtreibt. Ja, wir haben schon gesagt, wir müssen langfristig mit dem Thema Geld verdienen, sonst stehen solche Säulen als öffentliche Infrastruktur nicht in der Stadt. Und das kostet Geld. Wir haben natürlich einmal die Hardware an sich selber, dann den Netzanschluss und dann auch das ganze Thema Betrieb. Die sieht jetzt hier wunderschön aus, weil wir die getauscht haben mit dem neuen CEM-Modul. Aber im Grunde das ganze Thema Wartung, Graffiti-Beseitigung geht da mit rein. Jetzt stelle ich mal eine Quizfrage. Wie viel Prozent der Ladesäulen werden in Berlin denn umgefahren? Was auch wieder Kosten verursacht. Haben Sie da eine Idee? Ich sage jetzt mal 5%. Das sind 10. Naja. Also 32 Säulen, wir haben jetzt ungefähr 300 im Feld, sind bereits umgefahren, teilweise mehrfach umgefahren, die dann auch wieder getauscht werden müssen. Also das ganze Thema Betrieb ist ein großer Faktor, dass wir auf diese 39 Cent kommen. Und wir selber sind auch kein Stromlieferant, kein Energieversorger. Das heißt, wir kaufen von Naturstrom den Strom ein, 100% Grünstrom, als Betriebsmittel hier an der Säule, weil sie kaufen hier keinen Strom, sondern sie laden hier. Und satteln im Grunde genommen dann das Thema Betriebskosten, Installationskosten da oben drauf. Und dann wird ja auch immer der Vergleich gemacht, naja, zu Hause zahle ich ja nur 30 Cent. So stimmt das ja auch nicht. Weil da, wenn Sie sich eine Wallbox installieren, haben Sie Installationskosten von 2000 Euro. Dann brauchen Sie noch die Box. Wenn Sie das mal auf den Kilowattstundenpreis umrechnen, bleiben Sie auch nicht bei 30 Cent. Sie haben auch eine Grundgebühr, die immer nicht mitgerechnet wird. Und im Grunde genommen stimmt der Vergleich einfach nicht, weil es sich hier um eine öffentliche Infrastruktur handelt. Und ich persönlich finde 39 Cent aus unserer Sicht ist so ein Level, weil wir auch gesagt haben, wenn es teurer wird, lädt natürlich auch keiner mehr. Aber das brauchen wir einfach, um hier die Infrastruktur betreiben zu können. 39 Cent ist jetzt ein Preis, den Sie erstmal weitergeben. Wie gesagt, dann schlagen die Abrechner noch ein bisschen drauf. 39 Cent ist aber auch ein Preis, den ich zum Beispiel, wenn ich mit ENBW lade, mit der ENBW-Ladekarte, als Endpreis, als Kundenendpreis schon habe.
Subventionieren die ihr Produkt? Rechnen die falsch? Oder warum ist es so, dass man in Berlin letztlich mehr bezahlen muss als mit an anderen Ladestationen? Ja, die MSPs machen den Endkundenpreis und da gibt es verschiedene Modelle. Manche satteln im Grunde um ihre Service-Fee rauf. Manche sagen, okay, ich habe einen Preis für meine Kunden, so wie die ENBW mit 39 Cent und das ist im Grunde genommen eine Mischkalkulation. An anderen Standorten kaufen sie günstiger ein, an diesen Standorten müssen sie im Grunde genommen die 39 Cent bezahlen, aber das ist bei dem Produkt dann eine Mischkalkulation. Und 35 Cent wäre nicht möglich gewesen, damit man als Endkunde auf 39 kommt? Gucken wir mal, wo wir landen. Wenn viel geladen wird, wenn die Infrastruktur freigehalten wird, dann können wir vielleicht über 35 Cent. Also ich will es nochmal klarstellen. Es ist, glaube ich, uns allen klar, dass der Betrieb von so einer öffentlichen Ladestation wahrscheinlich die höchsten Kosten verursacht. Noch teurer ist wahrscheinlich nur eine Schnellladestation an der Autobahn. Und dass das nicht für 29 oder 25 Cent oder so irgendwie zu machen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ja, das ist nicht allen klar. Aber ja, schön, dass Sie es nochmal sagen. Also es ist zumindest denen klar, die sich damit beschäftigen. Das ist klar, so eine Ladestation, die gibt es auch nicht für 100 Euro irgendwie bei Konrad zu kaufen. Übrigens nochmal ganz wichtig, auch weil Sie Naturstrom gesagt haben, wir machen keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür. Aber es ist nun mal so, dass in solchen Videos immer wieder mal Produktnamen oder Hersteller genannt werden müssen. Ich glaube, das ist irgendwie klar. Wir müssen trotzdem natürlich alle, und ich sage jetzt mal wirklich wir, also wir Fahrer und auch Sie als Betreiber und alle, die damit zu tun haben, aufpassen, dass wir nicht in eine Situation schlittern, wo man wirklich nachher rechnet und sagt so, oh, das Elektroauto kostet mich mehr in der Anschaffung. Ich spare vielleicht ein bisschen was bei den Betriebskosten, also weil Service und so weniger ist. Aber der Strom fürs reine Fahren, der ist nachher vielleicht sogar pro 100 Kilometer 1 bis 2 Euro teurer als bei einem Benziner oder bei einem Verbrenner. Dann kommen wir in eine Situation, wo man dann sich fragen muss, wird es sich durchsetzen oder nicht? Wir können das, glaube ich, jetzt nicht endgültig beantworten. Ne? Ja, aber richtig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man muss natürlich auch gucken auf die Fahrzeugpreise. Die müssen natürlich auch attraktiv sein. Uns wird immer gesagt, euer Sprit ist zu teuer, ja, macht doch mal was dran. Aber was ist denn mit den Automobilern? Ich meine, da müssen auch attraktive Modelle her. Abschließende Frage, Herr Schulte, wenn Sie mal jetzt so die letzten Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, ich sage jetzt mal Sie, würden Sie es nochmal machen mit Berlin? Ja, ich bin Überzeugungstäter. Okay. Allego ist Überzeugungstäter. Ja, natürlich würden wir es nochmal machen. Und was wir jetzt auch machen ist, im Grunde genommen wollen wir ja auf die 1100 Ladepunkte auch im nächsten Jahr kommen. Wir haben gesagt, zur Senatsverwaltung, der bedarfsorientierte Ansatz geht zu langsam. Mhm. Also da tröpfelte es so rein. Lasst uns doch das Kontingent, was wir haben, jetzt auch nochmal in einem angebotsorientierten Ansatz umsetzen. Mhm. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir rollen jetzt im Grunde genommen bis zu den 1100 Ladepunkten aus, wir verdichten das Netz und das ist, sage ich mal, auf unserem Mist gewachsen, um das Thema voranzubringen. Super. Aber auch, dass wir hierbei jetzt inzwischen mit der App zahlen können, dass die ganzen neuen MSPs hier angebunden werden. Das haben wir alles weitergebracht, zusammen mit der Senatsverwaltung, weil die Kritik am Berliner Modell, denke ich, natürlich auch ein Stück weit berechtigt war, aber es entwickelt sich weiter. Super. Herr Schulte, ganz lieben Dank, dass Sie die Zeit hatten. Es war sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und es war interessant für euch. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, was wir machen, abonniert den Kanal, lasst auch ein Like da. Das hilft uns alles, ein bisschen größer zu werden. Und wir freuen uns einfach auf die nächsten spannenden Interviews. Beim nächsten Mal bin ich bei Audi am Eurev-Gelände. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es wird. Das war's. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ja, ich glaube, wir müssen mal. Aber der kann ja mal hier das Auto sauber machen. Ja, das Unterschied. Läuft die noch? Ja, die läuft. Ja. Aber bevor das nachher dann gut ist. Ja, so ist das in Berlin.